Herzlich willkommen zur Hylocare PDC Europe Super League 2020. Die Gruppe B startet heute in den Wettbewerb und wir begrüßen unsere ersten beiden Spieler an diesem Darts-Tag. Wir begrüßen einen ehemaligen zweifachen Finalisten bei der Super League, einen ehemaligen Viertelfinalisten beim World Cup of Darts. Aus Hameln kommt zu uns Mike Langendorf. Sein Gegner ist der Sieger der Super League 2015. Danach bei der WM hatte er Michael van Gerwen am Rande einer Niederlage. Wir begrüßen aus Hagen The Cube, René Eider. Jetzt auch hier ein herzliches Willkommen vom Komplatz zu insgesamt Tag 3 bei der Hylocare PDC Europe Super League, der Qualifikation für die deutschen Spieler für ein Ticket zur PDC Darts WM dann Ende des Jahres in London. Einen wunderschönen guten Nachmittag auch heute, beziehungsweise heute und morgen gibt es ab 14:15 Uhr Live-Darts bis zum Abwinken. Denn die Jungs, die 8, die heute spielen, die haben tatsächlich einiges vor. Jeder muss in diesen 2 Tagen 7 Spiele absolvieren. Das ist ein echter Marathon, den die Jungs hier auf jeden Fall mitbekommen. Und wir freuen uns einfach, dass die Darts wieder zurück sind. Und mit den Darts zurück natürlich auch Jana Woznica. Jana, kurz zugeschalten, denn auch heute heißt es natürlich wieder mitmachen über Social Media. Du bist unsere Expertin dafür. Die Leute können wieder Fragen stellen. Wir binden euch gerne in die Sendungen ein. So ist es, genau. Wir haben mal in der Technikkiste gekramt und haben es wieder möglich gemacht, dass wir eure Kommentare auch wieder live mit in die Sendung einbinden können. Das heißt, seid aktiv, stellt Fragen auf Twitter unter dem Hashtag FragJana. Wir geben unser Bestes, eure Fragen zu beantworten, sei es zu Spielern, sei es zum Modus, sei es zum Turnier. Basti, ich würde sagen, wir geben alles und ich mache den Komplatz frei für Werner, der steht schon vor der Tür. Das machen wir, das dauert ein bisschen, denn auch da heißt es natürlich Hygiene first. Das heißt für uns aber gleich wieder hinunter ans Oki, ans Dartboard, denn dort steht das erste Match dieses Tages jetzt an. René Eidams, der Cube, gegen Mike Langendorf. Das ist die Neuauflage des first Finals von 2015. Damals besiegte René Eidams Mike Langendorf mit 10:8 und qualifizierte sich auf die PDC WM. So, guter Start mit der Triple 20 von René Eidams und er startet mit der 100 in den heutigen Spieltag. René Eidams aus Hagen, Super League spielt er seit dem Jahr 2015. 45. Und Mike Langendorf, auch er ist einer der Urgesteine der Super League. Seitdem es die Super League gibt, seit 2013, ist er neben Dragutin Horvat, Kevin Münch und Sascha Stein einer von 4 Spielern, 41, die bislang bei jeder Ausgabe mitgespielt haben. Etwas tragisch, Mike Langendorf verlor schon 2-mal das Finale und damit auch das WM-Ticket. 100. Für Mike Langendorf sicher nicht ganz so einfach, vor allem jetzt die Regeln. Wir sehen das immer wieder mit dem sogenannten Ampelmännchen, der den Spielern sagt, wann sie nach vorne dürfen. Die müssen auch warten, bis sie ihre Darts vom Board holen dürfen. Denn Mike Langendorf ist einer, der oft seinem letzten Dart eigentlich schon sehr gerne nachgehen würde. Das heißt, er muss sich da ein bisschen zügeln im Laufe der Spiele. Aber wir haben das auch schon vergangene Woche gesehen. Da haben sich die Spieler spätestens am zweiten Tag dann an das ganze Prozedere gewöhnen können. Vergangene Woche 8 Spieler, wir haben das von Ruth Hofmann vorhin kurz mitbekommen. Gabriel Clemens ist da durchmarschiert mit 7 Siegen aus 7 Spielen. Heute 43. Eben die zweite Gruppe in ihrem ersten Auftritt. Insgesamt wird dieses Format so gespielt, es gibt
4 Wochen lang die Darts. Letzte Woche, wir sagen mal Gruppe A, diese Woche Gruppe B, kommende Woche dann die Rückspiele der Gruppe A und in 2 Wochen ist diese Gruppe 43. Mit den 8 Spielern heute neben Mike Langendorf und Rene Eidams werden wir auch noch Carsten Koch, Dragutin Horvat, Manfred Bilder, Nico Kurz, Daniel Klose und Thomas Könlein sehen. Die spielen dann in 2 Wochen wieder und die ersten 4 qualifizieren sich dann jeweils für das Viertelfinale ausgetragen, dann ab 58. dem 14. Juni Viertelfinale, Halbfinale und dann küren wir auch den Sieger der Super League und damit den deutschen WM-Teilnehmer für die PDC Darts WM. Und jetzt ist er mit dabei, Werner von Moltke, in den ersten 2 Spielen als Experte auch heute wieder mit am Start. Freut mich sehr, Werner. Freut mich auch. Liebe Grüße, Basti. Und 63. Freuen wir uns auf großen Dartsport heute Nachmittag. Natürlich. Werner, was hat sich so ein bisschen geändert gegenüber der letzten Woche? Was hat man für Erfahrungswerte erstmal mitnehmen können aus dem vergangenen Wochenende? Naja, die wichtigste Erfahrung heißt, es geht. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Es ist anders natürlich. Die Spieler müssen sich an einen langsamen Ablauf gewöhnen. Das haben sie aber getan. Die Spieler, die heute gekommen sind, die hatten jetzt auch quasi schon eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ansonsten arbeiten wir an Kleinigkeiten, wie man den Sport weiter hier in diesen Umständen entwickeln kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Freude an der ganzen Angelegenheit. Wir haben eine neue Grafik, wie man sehen kann, entwickelt und. Wir arbeiten Kleinigkeiten. Das Board haben wir unten für die Spieler etwas mehr befestigt. Das haben die Zuschauer nicht mitbekommen. Also ein ständiger Weiterentwicklungsprozess. An der Freude und an der Euphorie soll es nicht scheitern, Werner, denn ich glaube, alle freuen sich einfach, dass die Darts nach langer, langer Zeit und langer Pause wieder zurück sind. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. So, ja. Mike Langendorf mit 90 Rest. So, muss er übers Bullseye gehen? Nein, oh, pardon, nee. Super. Mike Langendorf checkt hier die 90 zum Auftakt und holt sich direkt das Break. Second leg, it's Mike to throw first. Game on. Ja, für Mike muss man sagen, vielleicht die schwierigste Umstellung von allen Spielern. Jetzt für die Insider so ein bisschen, aber die Dart-Community weiß das, weil Mike ist ja schon seit Jahrzehnten dabei. 81. Mike hatte wirklich die Tendenz, mit dem dritten Wurf immer direkt nach vorne zu gehen. Also es war ein kompletter Automatismus, der ist quasi mit dem dritten immer quasi schon nach vorne gefallen. Und für ihn wirklich eine schwere Umstellung, diesen Rhythmus, also diese Angewohnheit, die er ja jahrzehntelang an sich hatte, jetzt sich auszutrainieren. 100. Wir haben das vergangene Woche auch schon gesehen, Michi Unterbuchner, ähnlicher Kandidat, der am Anfang damit Probleme hatte, sich aber dann relativ schnell eben auf die neuen Begebenheiten auch eingegroovt hat. Und dann geht das schon, aber es ist natürlich schwierig. 60. Ja, es ist eine Umgewohnheit. Es ist halt, wenn du eine Gewohnheit hattest, das ist ja wie alles Mögliche. Jeder Mensch hat seine Gewohnheiten, die er auf einmal ändern muss. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das auch mit den Gewohnheiten. Aber es ist ja kein Ding der Unmöglichkeit. Also wir verlangen jetzt nicht Unmenschliches. Und man hat auch beim letzten Wochenende gesehen, dass der Tag 2 dann auch von den Averages deutlich besser wurde. Und das wird auch hier so sein. Wenn man erstmal die ersten Spiele hinter sich gebracht hat, sich an das ganze Setup gewöhnt hat, an die neuen Regeln, dann wird man auch entspannter, dann hört man auch auf, darüber noch großartig nachzudenken, sondern konzentriert sich immer mehr auf sein Spiel. Und das muss Ziel sein, dass man eben überhaupt nicht mehr über dieses Warten und so nachdenkt, 100. sondern dass das ein Automatismus wird. Mike Langendorf, ja einer, der unzählige Titel schon geholt hat. Er ist der deutsche Rekordmeister in den E-Darts. Mike ist auch hier bei GDC, PDC Europe, Mann der ersten Stunde. 140. Also er war schon 2006, als wir hier angefangen haben in München, war er schon dabei. Auch schon damals übrigens, er war im Halbfinale damals gestanden. Gegen, müsste ich lügen, ich glaube gegen Phil Taylor dann verloren. Bei Meet the Power 1, auch bei Meet the Power 2 stand er im Halbfinale. Und ist seit Jahren einer der deutschen Topspieler, auch wenn er lange Jahre noch einen österreichischen Pass hatte. Nicht nur das, Mike Langendorf ja auch Grafikdesigner und der ist auch nicht unbeteiligt an den Logos. Unter anderem der GDC damals und auch der PDC Europe. Ist das richtig, Werner? Das ist richtig. Das ist 58. Von ihm entwickelt worden. Und wir arbeiten auch an vielen Sachen, haben wir schon mit ihm, was Grafik angeht oder auch Shirts und zusammengearbeitet. Jetzt gucken wir mal, dass er jetzt hier Finish-Bereich kommt. Ja, das auch. Und kein Break passiert. Dann wäre sein erster Break ja schon wieder hinfällig. René jetzt auf 103.
Einmal zum Modus. Wir sehen das unten eingeblendet. Best of 11 Legs heißt, der Spieler, der zuerst 6 Legs gewinnt, gewinnt auch das Match. Das Ziel sein. Nein, verfehlt. 56. Mike, you require 135. Mike Langendorf, 135. Vergangenes Wochenende haben wir Sascha Stein mit dem höchsten Finish gesehen. Das war eine 146. 85, jetzt Triple 15 das Ziel. Nee, Triple 19 wollte er. Hat er 76, geht hoch, 56 Rest müssen sein. René, you require 47. Ja, René mit der Chance wird Breakdarts bekommen. Single 15 für Doppel 16. Doppel 16 und damit das Rebreak von René Adams. Third leg, it's René to throw first. Game on. René Adams unvergessen, sein Auftritt, nachdem er die Super League 2015 ja gewonnen hat. 83. Ali Pelli gegen MVG. Als er 0-2 hinten lag in den Sätzen, zum 2-2 ausgeglichen hat, von den Zuschauern unglaublich gefeiert wurde auf der Bühne. Ja, das waren die beiden Gewinner hintereinander. Sascha Stein 41. Auch ähnlich, hatte sich damals über die Super League qualifiziert. Auch in der ersten Runde gegen Michael van Gerwen hat auch einen harten Kampf geliefert. Und ich glaube, René ist auch so ein Typ, der liebt die große Bühne, der wird da besser. Also er mag es, wenn die Kameras an sind. Und das ist eigentlich ganz gut. Also es gibt viele, die ja da verkrampfen, aber er ist jemand, der für die Bühne gemacht ist. Und 37. Da eigentlich noch was drauflegen kann. Große Aufnahme jetzt von René Adams. Ebenfalls die 58 wie zuvor Mike Langendorf. Na, Mike braucht jetzt mal ein paar Triple, um hier in dem Leck irgendwie mal reinzukommen. 57. Also René ein ganzes Stück vorne. Also Favorit, das Leck jetzt hier nach Hause zu holen. Wird jetzt wahrscheinlich in den Finish-Bereich kommen. 41. Nee. Schafft er noch nicht ganz. Der Finishbereich beginnt, für alle, die vielleicht zum ersten Mal und nicht so oft Dart schauen, bei der 170. Ab da kann man so ein Leg dann auf Null zu Ende spielen. So, oh, die erste 180 in diesem Match. Die geht an Mike Langendorf. Aber leider auch nicht in den Finishbereich gekommen. Jetzt gehört René als erster. Jetzt lege ich mich fest, jetzt kommt er in den Finishbereich. Jawohl. 60 hätte er sich wahrscheinlich auch mehr gewünscht. Jetzt kann Mike noch mal Druck machen. Also 165 auch für die Zuschauer ist eine sogenannte Bogey-Number, ist eine Zahl, die kleiner ist als 170, aber mit der man trotzdem keinen Finish spielen kann. Eine von 7 Zahlen unter der 170, die man nicht auschecken kann. 85. Ja, Mike lässt sich 80 Rest. René, you require 122. René, 122 normal über die 18. Die 4, jetzt kann er eigentlich auch kein Finish mehr stellen. 68. Zweimal die große Mike, 18 verpasst, 18. Sollte auch nicht passieren. Mike jetzt mit 80. Im ersten Lake hat er schon den 90 rausgenommen, Mike Langendorf. Ja, 75. Nee, 16 glaube ich ist das. 16, ja. 40. Und damit lässt er sich top stehen, die Doppel 20. Mike jetzt dann doch vielleicht das erste Aufschlagleck nach Hause bringen.
ebenfalls die Doppel-10. Ein Dart noch in der Hand. Game und der passt. Mike Langendorf. Und damit geht Mike Langendorf mit 2:1 in Führung. Fourth leg, it's Mike to throw first. Bislang nur Breaks in diesem Spiel. Game heißt, on. Mit den Darts hat noch kein Spieler seinen Anwurf hier gewinnen können in den ersten drei Legs. Werner, nachdem wir uns ja schon so ein bisschen jetzt tatsächlich eingegroovt haben, neue Wege, 47. Die beschreitet Darts hier als erstes. Vergangene Woche sind wir ja auch noch vor der Fußball-Bundesliga wieder in den Spielbetrieb in Anführungszeichen hineingestartet. Aber auch die PDC Europe geht jetzt wieder neue Wege. Was steht denn an? Was sind denn schon die neuesten Ideen bzw. die neuesten Events, die anstehen? 60. Ja, du sprichst uns wahrscheinlich auf die Drive-in-Dartskala an, die wir letzte Woche in den Verkauf oder gestartet haben und angekündigt haben. Ja, es geht darum, wir müssen alle irgendwie versuchen, aktiv zu bleiben und uns Sachen zu überlegen, wie wir unseren Sport wieder inszenieren können, wie wir den Sport auch wieder unseren Fans näher bringen können. Das machen wir auch aus einer gewissen Verantwortung, weil auch die Spieler Einkünfte brauchen. Wir müssen das ganze System irgendwie am Leben erhalten. Und lasst uns neue Dinge einfallen. Und Hannover, finde ich, Hannover Concerts geht da einen ganz tollen Weg gegangen. Die haben dort in der Stadt auf dem Schützenplatz ein riesiges Areal entwickelt, haben dort eine Bühne hingestellt, wo auch Musikkonzerte stattfinden und Kulturveranstaltungen jeglicher Art. Und wo wir die erste Drive-in-Darts-Gala am 24. Juni veranstalten werden mit Michael van Gerven, Raymond van Barneveld, Max Hopp und Devin Peterson. Elmar Pauke wird als MC da sein. Und natürlich geht es dort in erster Linie um Unterhaltung. Also wir werden natürlich auch Darts spielen und das ist auch der Kern. Und es wird aber jetzt nicht der Weltmeistertitel ausgespielt, sondern ein super Unterhaltungsprogramm im Rahmen der Möglichkeiten geboten. Also wir machen jetzt keine Walk-Ons mehr, wir 95. machen Drive-Ins, wo die Zuschauer bzw. die Spieler reinfahren. Wir haben Carwash-Aktionen, wir haben natürlich auch interaktive Aktionen, ganz klar, weil der Kern ist natürlich auch Audio. Also wir werden Interviews ausführliche mit den Stars führen, wo sie über ihre Erfahrung in der Corona-Zeit reden werden, über den Ausblick, über ihre Einschätzung zu dem Ding. Also sehr viel interaktive Sachen, viele Gewinnspiele und ja, wir wollen neue Wege gehen. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wie es am Ende genau aussehen wird, weil für uns ist es auch das erste Mal, nur wir sollten alle, die gesamte Gesellschaft, versuchen, dass wir neue Wege gehen können und Dinge ausprobieren. Wir werden alle neu lernen 100. müssen. Und Werder Hannover soll kein Einzelevent bleiben. Nein, wir haben schon andere in der Pipeline, sind dran in, ich kann das ja sagen, in Mannheim sind wir in Gesprächen, in Stuttgart, auch an anderen in Berlin, versuchen das auf die Wege zu, oder in die Wege 100. zu leiten. Ist natürlich auch ein bisschen jetzt schwieriger mit Planung, mit Besichtigung und. Aber wir sind dran und ja, wir wollen neue Wege gehen, wir müssen neue Wege gehen und sind auch froh über Dinge von außen, die an uns herangetragen werden. Wer neue Ideen hat, teilt sie uns mit, wir versuchen es, was möglich ist und was 41. sinnvoll ist, zu machen. Also an alle Darts-Fans gilt einfach der PDC Europe folgen, da immer mal wieder reinschauen und vorbeischauen, denn da werden die neuesten Events und vielleicht ja auch das ein oder andere, was tatsächlich auch unfassbar interessant dann sein kann, diese Neuerungen immer wieder bekannt gegeben. Und da muss ich sagen, wir haben zwei, drei 92. Vorteile mit Darts. Meine ich ganz im Ernst, natürlich, wir können den Sport komplett kontaktlos spielen. Die müssen noch nicht mal das gleiche Spielgerät anfassen. Also jeder hat auch seine eigenen Pfeile. Und wir haben super Darts-Profis, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind noch irgendwie geerdet. Also jetzt zum Beispiel diese Aktion, 44. die haben gesagt, wie können wir denn so ein Meet and Greet machen? 180. Und wenn man dann auf einen Michael van Gerven sagt, du pass auf, was hältst du davon, das neue Meet and Greet, du wäschst den Leuten in der ersten Reihe die Fensterscheibe, dass sie klare Sicht haben, um auf den Bildschirm zu gucken, dann gibt es da gar keine Diskussion. Da sagen die, ey, das ist super Idee, super cool. Ah, 118er! Starkes Finish von Mike. Finish von Mike Langendorf, ja, haben wir schon mitgenommen. Ja, sorry, Mike. Dass wir jetzt wissen, aber ich wollte sagen, wir haben super Darts-Profis. Auch Max Hopp, alle, mit denen wir gesprochen, die sagen, hey, klar, wir machen mit, wir unterstützen, wir gehen neue Wege. Und da stellt sich also kaum einer hin und sagt, nö, mache ich nicht, ist mir zu doof oder das habe ich nicht nötig oder sonst irgendwas. 59. Sondern es ist ein ganz eigener Spirit, der da entsteht. Und wirklich bin ich dankbar, dass wir solche Top-Leute haben, mit denen wir arbeiten können. Aber jetzt mal wieder hier auf das Spiel konzentrieren. Also Mike Langendorf spielt hier hervorragende erste vier Legs. Tatsächlich einmal 90er Finish, 118er Finish. Er ist jetzt der erste Spieler, der auch seine Darts mal durchgebracht hat. Aber René nie abschreiben, ist auch eine Kämpfernatur. Verliert auch 100. sehr ungern.
und wird alles tun, um sich dagegen zu stemmen. Aber Mike, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, ein ganz erfahrener Spieler, einer der erfolgreichsten E-Darter, die wir je hatten. Aber auch bei der GDC, beim Steel Dart seit 2006 mit dabei. 84. Auch schon bei der Team-WM mitgespielt, beim World Cup of Darts, auf den großen Bühnen gestanden. Ein ganz erfahrener Spieler. Und der Hinweis natürlich zu dieser Hylocare PDC Europe Super League, unter anderem auch auf Sport1.de und in der kostenlosen Sport1-App. Da gibt es alles zu den Darts und da gibt es natürlich auch immer wieder in kleinen Videoclips die Highlights hier von diesen Turniertagen. Ja, schade, 30 nur. René Adams, auch hier kommt er vom E-Darts seit 2013, 140. Hat er sich dann den Steel Darts hingegeben. Schöne Aufnahme von René, 140. Mike braucht zwei Triple mindestens. Eins hat er, jetzt braucht er, geht er runter auf die 19. Das Triple hat er natürlich nicht gebraucht. Also René Adams, 6 Pfeile für 102. Im Normalfall klappt das, aber was ist schon normal zurzeit? 82 auf Doppelbull, nee, auf die 14 wollte er. 54. Auch nicht unwichtig natürlich jetzt dieses Leg, denn nach dem fünften Leg gibt es immer wieder eine kleine Pause. Heißt, dranbleiben oder den Gegner schon wegziehen lassen, ist natürlich auch was Psychologisches, dass man dann mit in die Pause nimmt. Ja, ein 3-2 ist natürlich was ganz anderes als ein 4-1, gar keine Frage. 100. So, 98 Rest bei Mike Langendorf. So, 16, Doppel 16 bei René Adams zum 2-3. Einen noch in der Hand. Und der genügt erst einmal nicht. Und so kommt Mike Langendorf nochmal ans Orki. Hat er schon rausgenommen. Mike Langendorf. Oh, Doppel 19. Doppel 19. Und auch das passt. 98. Mike Langendorf geht mit 4-1 in dieses Break und die Möglichkeit für euch noch auf einen kleinen Geldgewinn. Sixth leg. It's Mike to throw first. Game on. Und wir sind wieder zurück bei der Hylocare PDC Europe Super League. Ausgespielt an 5 Wochen hintereinander ermittelt wird der deutsche Teilnehmer 59. Für die PDC Darts WM Ende des Jahres. Erstes Match an diesem Tag und es stehen noch eine Menge an. René Adams gegen Mike Langendorf und nach dem Break sehen wir, dass Mike Langendorf mit 4-1 führt im Modus Best of 11. 85. Heißt, wer zuerst 6 Legs gewinnt, der gewinnt hier dieses Match. Und Werner von Moltke als Experte mit dabei bei den ersten beiden Spielen. Werner, Mike Langendorf, vor allem die Checkouts, das ist schon beachtlich. Ja, sensationell. Also hat 118, glaube ich, gemacht, 90 gemacht. Ich glaube, 4 fast High Finishes. Also ja, spektakulär bislang. Und gerade für den ersten Auftritt. Ne? Das ist, die Gruppe ist ja ganz neu. Und fürs erste Spiel sensationell. Steht bei 4-5 auf die Doppel. Hier nach 5 Legs Mike Langendorf. Ich hatte auch schon die erste 180 geworfen gehabt, ne, Mike? 61. Also kommt ganz gut rein, kommt, wie gesagt, für ihn wahrscheinlich die schwierigste Umstellung, weil er hatte diesen Rhythmus, immer gleich mit dem dritten Pfeil nach vorne zu fallen oder zu gehen, mehr oder weniger. Aber wahrscheinlich hat Mike sich das letzte Woche auch ganz gut angeguckt und hat trainiert und sich darauf eingestellt. 58. So, wir sehen René Adams mit Brille, unter anderem auch Gary Anderson, mittlerweile Mike Langendorf bräuchte eigentlich auch eine, stört ihn aber so beim Spielen, dass er tatsächlich darauf verzichtet. Und natürlich heißt es auch heute wieder die Darts der Stars zum Nachspielen, 71. Immer wieder käuflich, erwerblich, online oder natürlich einfach mal vorbeischauen im Dartshop-Fachhandel. Fifty-seven.
René Adams, sein Weg damals zum WM-Match gegen Michael van Gerwen. Er rückte erstmal nach in die Super League für Thomas Obstfelder, der damals beruflich verhindert war. 95. Eigentlich war er als Zehnter gar nicht qualifiziert für die Qualifikation. Dann aber, weil Max Hopp bereits über die Pro Tour Order of Merit drin war und der Dragutin Horvat, den wir auch heute und morgen sehen werden, sich an der Hand verletzt hatte, rückte er Michael praktisch nach und erwischte dann einen Sahnetag und sicherte sich so den Super League-Sieg 2015 und fuhr damals zur WM. René Adams. 87. Ja, stellt ein schönes Finish, Mike. René, you require 116. Jetzt Druck bei René, weil er weiß, also jetzt muss er eigentlich ausmachen, sonst wird Mike wahrscheinlich auf 5:1 davonziehen. Und nicht mehr möglich. Jetzt geht er hoch. 44. Ja, jetzt hat Mike die Chance, 5:1 eine kleine Vorentscheidung zu treffen oder zu erreichen hier. Schon drei Breaks geworfen, Mike Langendorf. Doppel 14. Zum 5:1. Mike Langendorf. Und das ist ja mittlerweile schon beängstigend, oder Werner? Also 5:6 aufs Doppel. Das ist stark. Game on. Ganz stark. Nochmal fürs erste Spiel. Die konnten auch nicht so lange Zeit, sich warm zu spielen. Wir sind um 12 Uhr, haben wir uns heute getroffen. Also vor 2 Stunden. Dann hatten wir natürlich noch eine Führung, eine Einweisung über die Hygieneregeln, alles Mögliche. Also Respekt, Respekt. Na, nicht so eine gute Aufnahme. Mal gucken, kann René Adams nochmal den, wie soll ich mal sagen, Kopf aus der Schlinge ziehen, hier nochmal zurückkommen. Ein großes Comeback, damals gegen Michael van Gerwen hat er es geschafft. Da lag er 2-0 hinten in Sätzen und hat es nochmal ganz spannend gemacht. 43, glaube ich, waren das jetzt. Auch das erleben wir immer wieder, denn auch die Premier League Darts spielt ja ein ähnliches Format, außer dass es da ein Unentschieden gibt. 125. Da muss man 7 Legs gewinnen, aber auch da, Werner, sehen wir immer wieder so ein 5-1. Dann nimmt es der eine vielleicht hin und wieder mal zu locker, der andere kommt dann noch zurück. Wir haben schon Comebacks erlebt von dem 1:5 und auch vergangene Woche, wenn wir uns erinnern, da ist Kai Gotthard nach einem 0:3 in den Legs noch zurückgekommen, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, im Darts, wie gesagt, es ist, sage ich auch immer wieder gerne, es ist erst vorbei, wenn der letzte Pfeil geworfen ist und eben nicht, wenn 90 Minuten rum sind. Also wenn du der 88. 4-0 führst, gewinnst du das Spiel auch. Aber im Darts musst du auch den letzten Pfeil erst reingeworfen haben und dann hast du es gewonnen. Und man darf auch nie aufgeben, weil es besteht immer noch eine Chance. Können ganz komische Momente auf einmal passieren. Einer kommt aus dem Lauf oder du hast einen Schlüsselmoment, der dir wieder Kraft gibt und Zuversicht. Und das kann relativ schnell gehen. Werner, geht dafür einer ins Darts, Phrasenschwein? Ja, Logo, Logo. Ja. Ja, Mike, noch eine Triple. Ja, Bullen stellt sich Finish natürlich. Da stellt sich genau die 170. Natürlich mitgerechnet, 170. Das zeigt auch seine Erfahrung, ne? Dass er da wirklich auch immer noch mitdenkt und 57. Auch wenn es so vielleicht ein kleiner Vorteil ist, aber es ist ein Vorteil, einen Finish zu haben. Rest. Das braucht René Adams, eine sehr hohe Aufnahme. Nochmal 19 für 170. 58. Mike, you require 92. Kommt da genau hin. Mike Langendorf kann jetzt mit dem nächsten Break, es wäre das vierte Break, das er hier wirft, schon das Match beenden. 72, wo geht er auf die 16? Ja, aber nur einfach nochmal 16 für Tops. Ne, trifft Doppel. Doppel getroffen. 68. René, you require 170. 24, ja, auch ein schönes Finish.
Hat er vorhin schon ausgemacht, die Doppel 170, sonst so, ist nicht mehr möglich nach dem ersten Dart. Die 140 immerhin nochmal. 140. Und damit haben wir die ersten Matchstarts für Mike Langendorf. Und der hat bislang aufs Doppel nicht viel liegen lassen. Und so ist das auch diesmal. Mike Langendorf beendet hier dieses Match eindrucksvoll und gewinnt gegen Rene Adams zum Auftakt hier an diesem zweiten Wochenende der Hylocare PDC Europe Super League mit 6:1 gegen Rene Adams. Also Werner, das ist schon Weltklasse gewesen, diese Checkout-Quote jetzt von Mike Langendorf. Das war sensationell. Ich glaube, 6 aus 7 Versuchen. Bombe hat, finde ich, sich super Einstand hier gegeben. Besser kann es gar nicht laufen. Nochmal in diesen neuen Umständen, mit diesem neuen Setup, das erste Spiel. Also Glückwunsch und Respekt, lieber Mike. Und wir wollen ihn gleich hören. Mike Langendorf bei Ruth Hofmann. Sehr gerne. Was für ein imposanter Auftakt. Ganz klarer Sieg, dann diese hohen Finishes dazu. Da lief ja wirklich alles zusammen. Selber ein bisschen überrascht über diesen Auftakt? Naja, es war jetzt eigentlich nicht wirklich ein gutes Spiel. Score war wirklich Katastrophe. Ja, meine Finishes liefen gut. Das war jetzt auch der Schlüssel zum Sieg. Und, aber ist okay für mich. Ich freue mich einfach, jetzt relativ klar durchgekommen zu sein. Und ist schon sehr ungewöhnlich für uns jetzt hier, ne? Das muss ich echt sagen. Also ich habe zwar vorher auch ein paar Trainingsdarts werfen können, aber jetzt, wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht, ist das schon eine andere Nummer. Ja, der Rhythmus ist anders und da kann man sich auch zu Hause wahrscheinlich schlecht darauf vorbereiten. Wie haben Sie sich so in der Corona-Pause jetzt ein bisschen in Schuss halten können? Gut, wir haben den Vorteil gehabt, dass wir letzte Woche schon gucken konnten. Ja, ich habe es mal kurz probiert im Training und ich bin auch jemand, der den letzten Dart auch sehr schnell schmeißt eigentlich. Ich habe es dann kurz probiert, gemerkt, ey, das ist gar nicht mein Ding. Ich darte ja auch nur schon ein paar Jahrzehnte. Ich kann das einfach jetzt auch nicht so kurzfristig umstellen. Das bringt mir nichts, wenn ich das trainiere. Ich denke, konzentriere dich dann aufs Spiel und mach diesen letzten Step nicht. Hat ja auch einigermaßen geklappt, glaube ich. Ich bin zweimal so ein bisschen übergetreten. Ja, von daher, ich glaube, ja, ich denke mal, mit den nächsten Spielen wird es einfach ein bisschen mehr mit uns drin sein auch, ne? Das ist ja das Gute, es sind insgesamt 7 Runden zu gehen, also genau. Kann man sich wirklich auf alles einstellen. Aber die erste 180 war ja schon drin, also herzlichen Glückwunsch zu diesem Auftakt. Dann schauen wir doch mal direkt, wie es weitergeht. Das nächste Match Carsten Koch gegen Thomas Köhnlein. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter und Sie können zuvor noch was gewinnen. Viel Erfolg!